so oft gehört und immer denke ich, Mann, redet doch nicht so ein Unsinn. Es gibt kein Scheitern, es gibt nur den Prozess. Guten Morgen! Jemand beschließt, vegan zu werden. Und dann, nach 3 Tagen, hat er Appetit auf einen Camembert und isst ihn und sagt dann zu sich, er sei gescheitert. Fühlt sich in diese traurige, eventuell sogar depressive Stimmung hinein und beendet den veganen Versuch. Was für ein perfider Trick des Unterbewusstseins. Denn wenn man einen Camembert gegessen hat oder ein Stück Fleisch, dann hat man sich zwar in diesem Moment nicht vegan ernährt, aber die Gründe, warum man vegan werden wollte, die sind ja noch da. Und den hat man in der Zeit vor dem Stück Käse oder dem Fleisch ja auch Rechnung getragen und seine Ziele unterstützt. Das ist doch nur wegen diesem einem Stück nicht veganer Nahrung nicht kaputt gegangen. Du hast etwas für deine Gesundheit getan, für Mutter Erde, wenn man das aus dem ökologischen Aspekt betrachtet, oder die Tiere, den ethischen Aspekt. Du hast, wenn du den veganen Versuch unternommen hast, egal wie lange du vegan gewesen bist, sei es ein paar Stunden oder ein paar Monate, etwas Gutes getan. Es steht nirgendwo geschrieben und es ist überhaupt nicht notwendig anzunehmen, dass dieser Prozess der kompletten Nahrungsumstellung einfach ist. In jeder Krankheit kommen auch Rückschläge, in jedem Ausdauerlauf gibt es Schwächephasen und in jeder Beziehung gibt es auch Krisen. Das nicht vegane Essen für den Moment ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, dass das Unterbewusstsein euch suggeriert, ihr seid gescheitert. Und ihr müsst nun das komplette Konstrukt der veganen Ernährung zu den Akten legen, weil ihr es nicht geschafft habt. Das ist das Perfide daran. Das ist der Punkt, wo ihr eure Bewusstheit einsetzen müsst. Es ist zu jedem Zeitpunkt wichtig, dass ihr bei einer Mahlzeit nachdenkt, was ihr esst. Und dabei eben auch überlegt, was euch wichtig ist, die Gesundheit, ethisch korrektes Handeln oder ein gutes Gefühl, wenn es um die ökologische Komponente geht. Und dann werdet ihr diese Präferenzen, die ihr habt, gegen eure geschmackliche Konditionierung und den Genuss abwägen müssen. Aber ihr werdet bewusst entscheiden vor dieser Mahlzeit. Und es gibt kein Scheitern der veganen Ernährung, nur weil ihr euch nicht vegan ernährt. Vegane Ernährung ist dann gescheitert in euch, wenn ihr die Notwendigkeit, diese Abwägung für euch nicht mehr, ja, pro vegan sozusagen zulasst. Auf Grundlage von wissenschaftlichen Informationen kann das nie mehr passieren. Dafür ist die wissenschaftliche Grundlage für die vegane Ernährung in den 3 Aspekten, die ich genannt habe, wobei Ethik, Moral, klammern mal aus, Wissenschaft, Philosophie, kann man das ein bisschen weiter, aber sagen wir aus der ökologischen, aus der gesundheitlichen Komponente. Da ist diese Grundlage, die in der Wissenschaft existiert, viel zu breit und auch viel zu groß geworden. Es ist kein Scheitern, nur weil euch das, was ihr in der Endinstanz erreichen wollt, nicht sofort und ohne Probleme gelingt. Ist das nicht wirklich offensichtlich, wenn man darüber bewusst nachdenkt, dass das kein Scheitern ist? Vielleicht formulieren ja wirklich einige das Ziel einfach falsch. Was die meisten wollen, ist, dass sie sich auf den Weg begeben, eine gesunde und nachhaltige Nahrung zu sich zu nehmen. Aber in unserer erfolgs- und karriereorientierten Zeit, wo es nur darum geht, ja, Ziele abzuarbeiten und nicht den Weg zu würdigen, wandelt das Unterbewusstsein eben genau dieses langfristige Ziel, sich auf den Weg begeben, eine vegane, eine pflanzliche, gesunde Nahrung zu sich zu nehmen, wandelt unser Unterbewusstsein um in etwas, das man quasi sofort erreicht, nachdem man den Beschluss gefasst hat. So, ich lebe ab heute vegan, jetzt bin ich vegan. Das Ziel. Manch einem gelingt das eventuell, weil er auch einfach der Typ dafür ist und das Erfolgsstreben eventuell schon ein großer Teil in seiner Vita war. Aber der Großteil wird eben nicht einfach sagen können, so, ich lege einfach mal meine kompletten Konditionierungen, was die Ernährung angeht, ab und werde jetzt einfach mich neu ernähren und bleib dabei. Das ist utopisch und vollkommen unrealistisch in der Umsetzung für die Masse der Gesellschaft. Vegan werden, gesund werden, das ist ein Prozess. Und jedes Mal, wenn ihr auf dem Teller ein Stück Käse oder ein Stück Fleisch weniger esst, jedes Mal, wenn ihr beim Einkaufen ein Stück Obst mehr kauft als bisher, dann seid ihr auf dem richtigen Weg.
dann seid ihr auf dem Weg, vegan zu werden. Und es gibt keinen Grund für das Gefühl des Scheiterns. Das muss man sich mit klarem Geist wirklich bewusst machen. Und dann muss ein Gefühl der Stärke kommen und ein Gefühl des Sieges muss sich einstellen, wenn man immer noch auf diesem Wege ist. Lasst Euch doch nicht von den extremistischen Blendern aus dem Internet einreden, dass nur 100% vegan ethisch vertretbar ist. Das ist die Glaubensattitüde einer ganz eindimensionalen Kultur von einem bestimmten Menschenkreis. Einige vegane Produkte sind nicht ethisch vertretbar, weil Menschen zu Schaden kommen. Es gibt nie perfekt, es gibt nicht mal ein 100%iges Vegan, da es nicht mal eine klare Definition von vegan gibt. Wichtig ist nur eines. Dass ihr Euch auf einen Weg begebt, mit klarem Verstand und dass ihr inkludiert, dass ihr eben einige Rückschläge haben werdet. Aber das gehört zu diesem Weg dazu. Wenn ihr vegan werden wollt und mal Fleisch esst, ist es absolut normal und in keinster Weise von einem nach meiner Überzeugung gesunden Geist zu kritisieren. Denn wer das tut, verdrängt die biochemische Grundfunktionalität in unserem Körper inklusive der neuronalen Netze. Esst Fleisch und Käse und geht den Weg einfach weiter, vegan zu werden. Realisiert diesen Konsum dieser Produkte, bewertet ihn anhand eurer Glaubenssätze, eurer Abwägung und lernt daraus. Ihr braucht auch nicht das Bildnis zu bemühen. Wer hinfällt, der scheitert nicht, sondern nur wer liegen bleibt. Da ihr nicht mal gefallen seid. Ihr seid etwas langsamer geworden, weil ihr jemanden am Boden ausweichen müsst, der voller Selbstmitleid sich als Versager fühlt, weil er ein Stück Fleisch gegessen hat, der nicht realisiert, dass das dazugehört zu diesem Weg, dass dies ein Stück des Veganwerdens ist. Ne? Fleisch und Käse und dieses zu konsumieren, das gehört dazu, wenn man vegan werden will. Denn sonst müsste man nicht vegan werden. Man ist es ja dann bereits, wenn es nicht dazugehören würde. Ich hoffe, ich konnte den vielen Menschen helfen, deren Unterbewusstsein die Rückschläge im Kampf gegen Konditionierung ständig nutzen wollen, um wieder in alte Verhaltensweisen zurückzufallen. Schaltet die Bewusstheit ein, euer Denken. Bleibt Euch treu und lebt ein Leben und lasst Euch nicht leben. Alles Liebe und geht weiter Euren Weg mit allem, was dazugehört. Insbesondere den Verstand, dieses zu erkennen. Euer Christian.